Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, speziellen Podcast. Es ist mal wieder Zeit. An meiner Seite der großartige Alpha 87 LP. Tag auch. Guten Tag. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir machen jetzt einmal sozusagen den Restaufwasch zur E3. Ich weiß, das interessiert von euch da keine Sau mehr da draußen, aber das ist mir egal. Da müssen wir durch. Und wir machen das jetzt auch eigentlich ganz, ganz locker, ganz easy. Also wir gehen jetzt nicht die ganzen 20.000 Titel durch, weil so viel spannende Sachen, muss man ja sagen, gab's ja leider wirklich nicht. Ist aber auch ein Punkt, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss ich die Leute auch mal ein bisschen wach machen. Die E3 hat schon ein bisschen von ihrer Relevanz über die Jahre verloren. Also das ist eigentlich ja eine Messe mit, hallo, uns gibt's noch. Sonst wäre, mein Konami hat ja noch nicht einmal irgendwie eine Show drumrum gemacht. Hatten sie nicht mal nötig. Wie schon Nintendo ist jetzt zum, weiß nicht, wievielten Mal nicht dabei. Ja, ne, ist vielleicht nicht mehr so wirklich relevant, aber gut, was willst du machen? Ja, möchtest du vielleicht einfach mal so, du hast ja auch ein bisschen was gesehen, von den Eindrücken, die hängen geblieben sind, einfach mal was erzählen, was dir so spontan, außer natürlich wahrscheinlich die Master Chief Collection, die du dir wahrscheinlich schon bestellt hast. Die ist natürlich schon bestellt, als es Tag 2 schon frei war. Nein, also das einfach, was mir ausgenommen, Halo, klatschen geblieben ist im Kopf, ist einfach diese Ansage vom Microsoft-Chef, also Xbox-Chef halt, wo er gelobt hat, Nintendo und Sony und natürlich auch Microsoft selbst, alle in einer Schippe und gesagt, hey, wir sind zwar alle Unternehmen, wir wollen aber dasselbe machen, wir machen alle Spiele und das machen wir halt großartig. Kurz und bündig. Ich fand es einfach geil, dass mal einer sagt, wir alle sind toll. Ja, das fand ich ja so schön, das haben sie ja tatsächlich alle drei gemacht, alle drei Großen, und das ist auch ein Hinblick auf diese Fanboy- Knallkörper da draußen. Es geht um Unterhaltung. Also ich will nicht immer die Diskussion, die wird ja heute noch geführt, wenn irgendeiner sagt, ja, warum hast du die und die Konsole? Ja gut, ich meine, mich zu fragen wäre sowieso dämlich. Ich habe Konsolen, von denen ihr noch nicht mal wisst, dass sie die existieren. Aber es ist sowieso lustig. Wenn ich da was haben will, dann hole ich mir das Ding, dann zocke ich das. Es geht um Unterhaltung, ne? Aber wie gesagt, in Deutschland ist ja Humor eine ernste Sache. Das kennen wir ja. Ja, da habe ich auch nicht auch rumgewitzelt. So, ist der Konsolenkrieg vielleicht endlich mal vorbei und können wir uns einfach so wie alle damals bei Hip-Hop, Tupac und Biggie sich mal die Hand reichen. Ich denke mal, das bleibt ein Traum. Das wird auch wahrscheinlich leider ein Traum bleiben. Wobei hier immer der Hinweis ist, der mahnende Zeigefinger von mir, als die angefangen haben, sich zu verstehen, Coleco, Atari und Intellivision, also Mattel, da kam dann der zweite Videogame-Crash. Also es ist vielleicht nicht unbedingt gut, so eine Friedensnummer, aber nee, ist aber, also wir haben so eine Liste, ich werde die beiden Wikipedia-Dinger verlinken, dann könnt ihr mal einfach nachgucken. Also, wenn man sich so Sachen anguckt, was jetzt bekannt geworden ist, also zum Beispiel natürlich, wenn ich mir vorstelle, Rockstar war als einziges präsent mit, ja, Grand Theft Auto 5, toll, gibt's jetzt für die Next Gen und für den PC. Hui, jahrelang gesagt, nee, machen wir nicht, ach übrigens, machen wir doch, hat mich jetzt auch nie aus dem Sessel gekippt. Das Einzige, ich frage mich, was mache ich mit meiner PS3-Variante? Die werde ich wahrscheinlich verticken. Oder hole ich mir wahrscheinlich irgendeine andere Version, wahrscheinlich die PC-Fassung. Wobei die dann wahrscheinlich wieder 3 Wochen braucht, bis sie dann gepatcht ist und läuft. Aber sage ich mal ganz ehrlich, das war zum Beispiel ein Punkt, das hat mich nicht aus dem Sessel gekippt. Also, ne? Weiß ich nicht. Gut, das hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Ich meine, klar, dass sie Shitstorm ohne Ende bekommen haben. Ja, das ist auch klar. Ich meine, auf der anderen Seite muss jetzt mal die andere Fraktion sehen. Zum Beispiel nimm mal jetzt Platinum Games. Die, ganz böse gesagt, scheißen auf alle. Die ziehen einfach ihr Ding durch. Die ziehen so die Dinge durch, wie die es wollen. Und das kommt auch an. Also kann man jetzt zweiseitig sehen. Der eine sagt, ja, ist klar, wir müssen sie so belästigen oder es wird eh kommen. Ja, wir Zuschauer wollen es und wir kriegen es. Da gibt's auch wieder einen anderen Verein, der sagt, ja, wir hören euch, wir finden das nett, was ihr sagt, aber ihr, wir zeigen euch den Mittelfinger. Genau. Wir ziehen unser Ding durch. Und dann siehst du wirklich bei den Platinum Games Spiele, allein Bayonetta oder jetzt hier Metal Gear Rising. Das ist so ein komisches Spielverhalten. Da merkst du aber, da sind wirklich Künstler, die machen einfach, was die Bock drauf haben. Machen die eigentlich auch Bayonetta 2? Da fragst du mich jetzt was. Weil das ist, um gleich den Übergang zu machen, da kommen wir gleich noch zu. Das ist eins der wenigen Spiele, die auch 2014 rauskommen. Da kommen wir gleich noch zu. Da muss ich mich überlegen. Oder egal, kannst du gleich, abgegeben? Wenn ich gleich, wir sind ja Profis im Internet, wenn ich gleich labe, kannst du ja googeln. Ja, oder so. Das ist ja kein Thema. Wir sind ja live, ne? Fast.
Ja, also zum Beispiel, ich habe von Segas Alien Insolation was gesehen. Das sieht ganz gut aus. Allerdings müssen wir ja was vorher mit der Alien-Geschichte war. Das war nicht so toll. Ja, von Sonic Boom von Sega. Ja, ist halt ein Sonic, ne? Ja. Joa. Ja. Hatte mich nicht um. Also Sega war nicht so spannend. Ja, EA. Ich meine, Battlefield Hardline hat nach Battlefield 4 eine Menge gut zu machen, glaube ich. ja, Dragon Age Inquisition kommt dieses Jahr auch raus. Ja, war auch nicht wahnsinnig viel Neues. Werde ich aber nicht zocken. Wieso nicht? Weil die haben, ich weiß nicht, ob es noch so stimmt, aber die haben gesagt, Dragon Age 3, nenne ich das jetzt einfach. Ist es ja. Dragon Age 3 wird das Altbekannte machen, ne, wie BioWare das nun mal so gerne macht. Wir nehmen den Speicher von dem letzten Titel. Ja. Und zusätzlich noch vom vorletzten Titel, so wie das auch bei Mass Effect war. Ja. Das heißt, ich habe den zweiten Teil nicht gezockt, weil der zweite Teil ja nicht so besonders dolle war wie der erste Teil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und deswegen werde ich mir den dritten Teil erst später holen. Erst werde ich den zweiten Teil zocken müssen. Weil ich bin so ein Story-Fanatik-geiler Typ. Wenn ich schon weiß, so eine Option gibt's, dann zocke ich auch den zweiten Teil, der sich wohl auch an den ersten irgendwie anknüpft, also mit dem Speicher. Angeblich, weiß ich jetzt nicht, aber es sollte wohl so sein. Ja, sind wir mal gespannt, aber wie schon gesagt, gut, ne, war klar, dass es kommt. Dann natürlich überraschenderweise bei EA die ganze Sportreihe, huch, die klar. Kriegt auch die Nummer 15. Hups, wer konnte damit rechnen? Ja, wie schon gesagt, Star Wars Battlefront kann interessant werden. Wie gesagt, Sims 4, weiß ja, ich muss ja hier Sims zu Hause haben, also gut, jetzt kommt jetzt im September raus, das heißt, wir werden es holen müssen. Sims übrigens, hier übrigens auch mein Lieblingssatz, da haben sich übrigens alle beschwert bei Sims 4, dass Sims 4 nicht die Optionen hat wie ein voll ausgebautes Sims 3. Ach was, das ist ja zum ersten Mal so. Sag mal, ihr wisst aber schon, dass da so 5 Milliarden Zusatz-DLCs und was weiß ich alles kommt, ne? Das, nur mal so nachdenken. Diese Serie finanziert sich nicht durch das total tolle Hauptspiel, ne? Da ist was anderes. Nee, also die ganze IKEA-Versionen und Katy Perry, da bin ich immer noch schockiert. 2 CDs zu Katy Perry bei Sims 3. Nicht eine, sondern 2. Dann, wie schon, was du sagst, IKEA, H&M und, oh. Und wenn ihr es wissen wollt, ja, ich hab's alles zu Hause, ich weiß, wovon ich rede, ja. Ja, dann, wie schon gesagt, Mass Effect 4 wurde bekannt, dass es das geben wird, ist ganz schön, aber was weiß ich, wann da ein Termin kommt. Ja, Mirror's Edge 2 freue ich mich drauf, aber hat man auch nicht wahnsinnig viel gesehen. Warten wir's mal ab. Ja, sonst gucke ich mal bei 2K Games, ja klar, ein neues Borderlands, das Civilization im Weltraum, macht mal. Klar, es gibt ein neues WWE TK15, wo ich mich ja schon, da habe ich übrigens auch wieder viel Fanpost gekriegt, weil ich gesagt habe, wie kann denn, wenn es jetzt endlich mal in die nächste Generation kommt, das noch für die PS3 und Xbox 360 rauskommen? Weil ich gehe ja davon aus, dann ist es für die großen Konsolen nur hochgerendert. Das darf man ja nicht sagen, weil dann kriegt man ja sofort Leute, die sagen, kannst du noch nicht sagen, weil es wahrscheinlich aber genauso wieder so sein wird. Weil ich will endlich mal mehr als 6 Leute im Ring sehen. Das ist machbar. Wir haben 2014, ja? Aber gut. Egal. Die Dreamcast hat das übrigens geschafft, mehr als 6 Leute im Ring. Nur so einen kleinen Hinweis. Aber Visual ist heute wahrscheinlich unmöglich. Ja, ich guck mal gerade. Gut, Activision, du kannst ja was zu Destiny, dem anderen Halo, erzählen. Ja. Anderen Halo. COD Advanced Warfare, ja, sieht schön aus. Wieder ein Krieg in irgendeiner postapokalyptischen irgendwas. Ja, Macht. Auch da muss man, glaube ich, nach Ghost eine Menge tun, glaube ich. Also so ein bisschen. Ja, aber wahrscheinlich konzentrieren sie eh nur noch auf Skylanders. Die orientieren. Ja gut, komm, erzähl mal was zu Destiny, zu deinem Destiny. Meinem Destiny, ja. So, ja, ich habe ein kleines Gameplay-Video mir reinziehen können, weil ich war ja jetzt nicht, oder bin kein Besitzer der PS4. Die durften jetzt ein bisschen Destiny zocken. Es hat so einen Eindruck zwischen Borderlands küsst Halo. Mhm. Weil du warst irgendwie in so einer Art kleine Oberwelt. Konntest da shoppen und sonstiges. Hast dich also von der Third Person gesehen. Also sprich den Typen vom Rücken. Mhm. Und dann kamst du in den Geschehen hinein, wie du dann so ein kleines Gefühl hattest von Halo. Was heißt kleines? Also manche Bewegungsarten der Sprites, wenn man jetzt so sagen möchte. Der Charakter, da saß du schon, wenn sie springen,
die hatten schon die Bewegungen der ein oder andere eines Brutes von Halo 3. Die haben dann auch so komisch die Hände, die Arme in der Luft. Also woher haben die bloß diese Ideen? Ich find's ja nicht schlimm, wenn man jetzt sagen würde, ne, du redest nur Schwachsinn, das ist nicht Halo kopiert. Ich würde auch nicht sagen, dass es Halo kopiert ist, wenn das sind Leute, die Halo gemacht haben. Dass sie da was dann nutzen, ist ja wohl klar und ist ja wohl legitim. Wenn ich 15 Jahre dasselbe Spiel mache, ist ja klar, dass ich das woanders auch wieder nutze. Mhm. Wenn ich schon was gut kann, dann soll ich das auch weitermachen. Logans. Aber es macht einen netten Eindruck. Wirklich, das hat so einen kleinen schönen Feeling. Man merkt aber, ich glaube, wenn man zockt, man merkt, für Halo-Besitzer oder für Halo-Zocker, man ist da schnell zu Hause. Ja, das soll es wahrscheinlich auch sein. Also ne, man ist da wirklich schnell zu Hause. Man hat auch wirklich diesen Feeling, allein wenn ich so manche Gegner sehe, denke ich auch, das sieht ja aus wie so ein Ehrengardist, also Halo-Kenner kennen sie, Ehrengardist von Halo 2, also so vom Outfit. Aber okay, mal gucken. Ich gönne Bungie das, dass sie damit gut Erfolg haben. Und nur es ist natürlich, das kann man auch sagen an dem Titel, es ist natürlich kein PS4-Exklusivtitel, ne? Also nein, das ist zum Beispiel die Anzahl der Exklusivtitel wird auch immer magerer, ne? Es ist für alle Konsolen, ja. Ne? Also wohlgemerkt. Sogar noch für PS3 und 360. Richtig. Die kriegen auch ihre Gut, wenn du jetzt so siehst, die Halo Edition, die Master Chief Edition kommt ja auch für beide Konsolen raus, ne? Also für die One und für die 360. Ja, aber macht das noch Sinn, das für die 360 zu holen? Ich sag mal so, für die Sammlung ist okay. Wenn du ein Fanatiker bist wie ich, der sowieso alle Titel hat, dann eher unwahrscheinlich. Vielleicht für Halo 2. Wenn das nicht einzeln verkauft wird, dann würde ich sagen, echt für Halo 2. Ansonsten Anniversary. Ich weiß nicht, wie du das hochglanzt. Vielleicht hast du es dann nur in Halo 4 Grafik. Mhm. Ich bin aber vorsichtig und sag, naja, Halo 2 glaube ich schon, dass es eher in so einen Halo 4 Grafik hat. Halo Anniversary glaube ich eher weniger. Ich glaube, das ist einfach nur vielleicht ein bisschen optischer angepasst, weil es ist ja schon eigentlich Hochglanz. Mhm. Also das jetzt nochmal auf die Halo 4 Grafik zu holen, wenn sie es meinen, ist okay, ist auch schön. Aber was soll ich da mit der alten Anniversary? Außer nur für die Sammlung. Also da ist Vorsicht. Für den Xbox One-Nutzer würde ich sagen, klar, nimm mit. Mhm. Logisch, da hast du auch für die neue Konsolen alles. Ja, vor allem jetzt, da wird auch ordentlich Stoff drin sein. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das packen sie ja relativ immer gut voll. Also ich kann nur so sagen, Halo 2, die haben auf, wo war das denn? Auf Wiki, nicht auf Wiki. Man muss mal gucken, irgendwo gibt es auf jeden Fall, auf Amazon, genau, auf Amazon gibt es Bilder zu Halo 2, wie es dann in Hochglanz aussieht. Und das sieht schon gut aus. Ja, das denk ich schon, dass das was wird. Also das ist, glaube ich, auch, und vor allem, es ist auch etwas, was dieses Jahr rauskommt übrigens, meine Damen und Herren. Ja, am 11., ne, war das 11. September? Nee, 11.11. November, 11.11., genau. Glaube ich, ganz, ne? Hip Hip Hurra und Karneval und so, ja. Richtig, am 11. November, genau, wo Halo 2 auch rauskam, richtig. Genau, gehen wir mal von Destiny gleich direkt zu Sony. Ja, die hatten auch nochmal eine gute Pressekonferenz, wie Microsoft eben auch. Oh ja. Also was schön ist, was mich natürlich freut, dass es ein Grim Fandango in Hochglanz gibt, das ist gut, weil das Ding wollte ich immer schon mal eine zweite Chance geben. Und warum nicht dann eben auf der PS4? Ist aber auch die Frage, was das kostet, weil ich kenne das Adventure noch, liebe Freunde. So wahnsinnig lang ist das nicht, kann ich euch sagen. Ja, dann H1, Z1, ja wieder Zombie-Gedönse, kommt für die PS4 und PC. Ja, gut, ist jetzt auch nicht die Revolution. Drive Club soll dieses Jahr übrigens kommen. Ich bin da sehr skeptisch übrigens. Ich bin aber auch genauso, ich bin der Meinung, Drive Club kriege ich, wenn der Berliner Flughafen fertig ist, liebe Freunde von Sony. Für die Leute, die immer sagen, du bist zu Nintendo zu kritisch, du bist zu Michael. Ich mache auch Witze über Sony, meine Damen und Herren. Ihr müsst mal einfach aufpassen. Sonst, ich guck mal, was haben wir noch. Let It Die sah schön aus, dieser auch wieder apokalyptische irgendwas. Ja, Little Big Planet 3 brauche ich nicht. Hab ich auch, ehrlich gesagt, nie gezockt. Ja, jetzt kommt wieder der Nintendo-Fanboy in mir hoch. Da habe ich mit dem Klempner schon mehr als genug. Also zum Beispiel auch No Man's Sky, da habe ich mir auch angeguckt, ist ja auch so ein Space-Shooter, irgendwas, ganz schön. Ja, Bernhard, neues Binding of Isaac, Last of Us Remastered kommt dieses Jahr raus. Allerdings da ist es wieder die Geschichte, das ist schön für eine PS4, ich habe es für die PS3 nicht, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich für die PS4 zulegen, aber
Nicht für den Kurs, der derzeit bei Amazon aufgefahren wird. Nicht für 69 Schleifen, liebe Freunde. Nie im Leben. Also, da ist so viel Neues nicht dabei. Also, das macht keinen Sinn. Und da ist es bei mir andersrum. Ich habe ja auch Last of Us auch noch nicht für die PS3. Und da denke ich mir, werde ich es mir für die PS3 auch holen. Da ich ja keine 4 habe. Ja, das liegt aber an dir. Warum hast du denn keine 4? Nicht nur... Das Geld ist ein weniger das Problem. Ich habe so ein kleines Platzproblem. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ihr da draußen seid und einfach mal beim kleinen Alpha einfach mal die Wohnung leerräumen wollt, damit er an der PS4 hinpasst, ruft jetzt an. Aber lasst die Konsolen stehen und Fernseher, mehr brauche ich nicht. Vorsicht.